Und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal, der Freude der Nacht. Es wird mal Zeit für ein kleines Indie-Horrorspielchen. Heute spielen wir Midnight Scenes. Die erste Story sozusagen. Es gibt auf jeden Fall mehr davon. Und ist jetzt die erste. Claire Barnes. A flat here delayed clay strip little... She suspects how this little incident will change her life forever, as well as her perception of reality. What? Kann ich hier was? Ah, kann ich hier mit dem Radio irgendwas machen? Wir können das Radio abschalten. What? Was nu? Tonight's episode, The Highway. Nice. Who? What? Ah, sieht schon mal so geil aus, Leute. Mega. Top. Das gefällt mir. Great. Oh, Leute, guckt euch diese Animation an. An unexpected obstacle. A few delay for Claire. She might need to find some help to resume her journey as soon as possible. Fortunately, she noticed a signal pointing to the near emergency phone. Let's wish her luck. Ja, wir wünschen ihr Glück. Nice. Was ist das? Oh. Oh. Stromschlag. Das ist nicht gut. What? Was ist das? Wir gehen zurück. Ich gehe zurück zum Auto. Und nu? Wieder aussteigen? Ah. Nice. Was ist das? Cool. Great. What? Kann ich da rein? Wir haben ein Bild. Eine Familie, eine glückliche Familie. Oh, es ist cool gemacht, Leute. Sowas liebe ich. Blut? Glas? Kann man noch was hier anklicken? Wir gehen wieder zurück. Was ist denn das? Oh. Das bräuchten wir auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Nice. What? Was ist das? Eine Holzpuppe oder so? Eine mechanische? Ein Bauplan, so wie eine Art Bauplan, würde ich mal sagen, oder? Mal gucken. Wie lange ich aufnehme. Kann ich hier speichern oder so? Options? Ah, ich habe gedacht, man kann hier vielleicht speichern. Resume? Ah, das finde ich cool. Echt. A Scarecrow. Und da ist Blut oder was? Jesus, kann ich was... Blut? Warum ist da Blut? Creepy. Was ist das? Ein kaputter Wischmob? Oh. Nice. Hab ich eigentlich ein Inventory? Ein Inventory oder sowas? Nein, nein, nein. Komme ich hier lang? Nein. Ah, hier kann ich lang.
Da ist eine Tür. Da haben wir den Wischmob. Ich gehe mal wieder zurück. Was mache ich mit diesem Wischmob? Was ist das? Da war das, war er noch nicht durchgestrichen, der Typ. Oh, sorry. Das ist der Sohn, Son. Wir gehen mal weiter. Weiter komme ich nicht. Weiter komme ich nicht. Oh. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Kann ich hier. Kann ich damit vielleicht was machen? Es funktioniert nicht. Wir haben den Hammer und ein Seil. Kann ich vielleicht mit dem Hammer hier? Geht nicht. Für was brauchen wir ein Seil? Kann ich vielleicht mit dem Hammer hier? Mit dem Hammer? Geht auch nicht. Und hier komme ich nicht weiter. Was mache ich? Was mache ich? Moment, ich gehe mal zu der Puppe nochmal. Kann ich nichts tun? Kann ich auch nichts tun? Auch nichts tun. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Und hier ging es ja nicht weiter. Hier ging es auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen weiter zurück. Gehen nochmal zu unserem Auto. Jetzt sitzen wir im Auto. Toll. Wenn ich das jetzt benutze, dann kriege ich, bin ich mit Sicherheit tot, oder? Geht nicht. Ein Seil? Was soll ich tun? Kriegt sie einen Stromschlag? Was mache ich mit dem Hammer? Was mache ich mit dem Seil? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, Leute. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Wir müssen da rein. Und dann müssen wir hier irgendwas tun.
setz mich nochmal in das Auto rein. Guck mir nochmal das Bild an. Das ist auf jeden Fall der Sohn. Und sonst kann ich hier drin nichts anklicken. Puppe, Mia. Also die Scarecrow, Mia, das Haus. Was hat das zu bedeuten? Mit dem Hammer kann ich ja nichts tun. Mit dem Wischmopp kann ich ja auch nichts tun. Mit dem kann ich ja auch nichts tun. Es muss doch hier irgendwie was mit dem. Da müssen wir reinkommen, aber sie weiß nicht warum. Wie? Mit dem Hammer? Mit dem Seil? Nein. Auch nicht. Geht nicht. Ein Ärmchen. Nice! Jetzt haben wir das getan. Jetzt ist hundertprozentig offen. What? Es hat irgendwas mit der Puppe zu tun. Wir können den wegmachen. Nein. Immer noch nicht. Shit, er muss doch irgendein Rätsel geben, irgendeine Lösung geben. Man kann hier den Arm verdrehen. Und mit dem? Jetzt. Leute, irgendwann kommt auch der Dümmste drauf. Nice. Jetzt haben wir immer noch den Hammer. Wunderbar. Geil. Stark. Ich finde das Spiel absolut Hammer. Hier hinten kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal ins Haus. Creepy. Bilder kann man angucken. Das scheint Grandma und Grandpa zu sein. Die Geburt vom Sohn. Was ist das? Der Grandpa und sein Auto, wo draußen steht und qualmt.
Da reparieren sie die Vogelscheuche. Das Scarecrow. Da kann ich. Wir können ins Bad. Da lag der Opa, oder? Aber ich komme hier nicht rein. Hier kann ich nichts mit dem Hammer tun. Da liegt was? Ein Holzbrett. Ein Holzbrett, wir haben einen Hammer und ein Holzbrett. Wir müssen hier das Ding rein nageln. Nice. Mann. Kann ich das? Wir brauchen einen Nagel. Nice. Nice, es ist so cool. Wir brauchen ein Nail. Yes! Kann ich da irgendwas kombinieren? Yes. Und machen es da dran. Nice. Absolut. Jetzt können wir nämlich hoch. Oh, das ist fantastic game. Jetzt können wir hier dran. Jetzt haben wir eine Lampe. Damit können wir ins Bad auf jeden Fall. Weil hier können wir nichts mehr tun. Dann gehen wir wieder runter. Great. I love it. Und jetzt können wir ins Bad. In the bathroom. Jetzt gehen wir hier rein. Das ist der Vater. Was ist da passiert? Wir haben den Schlüssel. Den Schlüssel für das Werkzeug. Sonst habe ich hier nichts. What? Sonst habe ich hier nichts. Wir nehmen auf jeden Fall die Laterne wieder. Die kann ich nicht mehr nehmen. Den Fernseher lasse ich mal an. Jetzt können wir zurück zum Auto gehen, Leute. Hier war ja nichts, nein. Zurück zu dem Auto hier. Und damit den Schlüssel. Das Schloss aufschließen. Jetzt können wir das ganze Werkzeug einsammeln. Wir brauchen aber nur die Spitzhacke, die Beißzange. Wir gehen zurück. Es ist so unbelievable. The highway. Oh, das ist so absolut. Kann ich hier was tun? Yes! Cool. Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal durch. Ist so fantastisch, Leute. Halt! Was ist hier passiert? What? Jeez. An dem Auto kann ich ja nichts tun. Den können wir untersuchen. Der hat eine Not. Und alles voller Blut, aber machen kann ich nichts. Wahnsinn. Ich bin. Ich bin von dem Spiel begeistert, Leute. Was ist das?
Kann ich hier rein? Unbelievable. Oh, kann noch ein paar Minuten aufnehmen. Ich habe gedacht, ich kriege das vielleicht in einem Part durch. Hat er was? Nein, er hat nichts extra. Er hat doch. Wieso hat der. Hier ist der Sohn. Und er hat Kabel am Kopf. Was passiert hier eigentlich? Fragen über Fragen, aber ich spiele schon fantastisch. Ich kann hier aber nicht. Rätsel über Rätsel. Nee, was? Das steht in der Stu. What the hell? Der hat das fallen lassen. Es Pferd? Soll mein. Claire Barnes, age 29, with great effort, she finally managed to push aside the fallen power pole and resume her journey. Still terrified, she stopped in the first gas station to contact the authorities and inform about the disturbing events she had just witnessed. Nothing out of the ordinary was found by the police and the stretch of road. No signs of any crash or the presence of any mysterious kid. The man living in the farm was found, a bit drunk, but in good condition. Not a single word was written in any newspaper about the horror Claire's witnessed that night. She went on with her life, trying to convince herself that she wasn't crazy after all, that she probably just saw something not meant to be seen. What? Midnight scenes. The highway. Jetzt wird hier mal abgefahren. Design Programming Art and Music by Octavi Navarro. Sound Effects. Great, great game. Sie ist zurück. Polizeiverständigung und alles. Die Polizei kommt zurück. Und nichts, was sie erzählt, was hier ist, war da. Kein Autounfall, kein mysteriöses Kind. Der Leute geht's gut im Haus, nur ein bisschen besoffen. Wow, great. I love it. Ja, Freunde, ich glaube, das war's. Das war's schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Escape. Ne, mit Escape kommen wir zurück. Das war Midnight Scenes. Nice. Es hat jetzt ein Eindruck. Also, es lässt Fragen zurück. Was geschah hier wirklich? Warum geschah es? Warum hat er Kabel am Kopf gehabt? Warum ist jetzt wieder alles normal? Ich weiß nicht, kann sie nicht beantworten. Habt ihr eine Theorie? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass noch mehr kommt von dem Spiel. Weil jetzt hieß er jetzt nur: Today we play the highway. Please make more, please. Great. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß
Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet und vor allem in die Kommentare schreibt, was eure Theorien sind. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei Octavi Navarro. Great, thank you. Muss man einfach verarbeiten. Jo, in diesem Sinne, genießt das Leben, enjoy the life. Habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht, vertragt euch. Sage tschö mit den Finger der Gottes, euer rostiger Redner. Thank you, goodbye. Das war Midnight Scene.